Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Steuergelder der deutschen Bürger vor nicht zielgerechtetem Einsatz im EU-Budget schützen und ihre Haftungen begrenzen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich bitte, die Plätze einzunehmen und die Debatten woanders weiterzuführen. Herr Günzler. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die AfD-Fraktion Dr. Bruno Hollnagel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema fehlgeleitete Steuergeldern und Haftungsrisiken in der EU. Um Steuergelder sinnvoll verwenden zu können, bedarf es zwingend eine strategische Konzeption. Diese Konzeption fehlt in der EU. Das belegt das Beispiel Wiederaufbaufonds. Dort wird erst Geld eingesammelt, dann wird das Geld an Staaten verteilt. Und dann wird anschließend überlegt, wofür das Geld überhaupt ausgegeben werden soll. Dieses verkehrte Vorgehen erzeugt Chaos. Das sehen wir aktuell an Italien, wo der Streit um die Geldverteilung zur Regierungskrise geführt hat. Die aktuelle EU-Politik ist nicht in der Lage, Gelder effizient einzusetzen. Das führt mich zum Amtseid. Der verpflichtet dazu, stets zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Die Frage ist, wird diesem Auftrag entsprochen? Antwort: Nein. Dazu Beispiele. Die Bundesrepublik Deutschland soll ab 2021 jährlich 42% mehr an Brüssel überweisen. Aber die Leistungen von Brüssel an Deutschland steigen nicht. Wir zahlen zwar mehr, bekommen aber nichts dafür. Wir verschenken Geld. Das ist zum Schaden unseres Landes und der Bürger. Das widerspricht dem Amtseid. Im Rahmen Next Generation EU wird ein 750 Milliarden schwerer Corona-Aufbaufonds aufgelegt. Dieser soll durch Kredite finanziert werden. Für diese Kredite haften alle Mitgliedstaaten gemeinsam. Für die Italiener zum Beispiel ist das durchaus ein interessantes Geschäft, denn sie bekommen deutlich mehr, als sie an Tilgung zurückzahlen müssen. Wer zahlt dann aber dann die Zeche? Unter anderem die deutschen Steuerzahler. Wir zahlen durch Tilgung 52 Milliarden mehr, als wir bekommen. Meine Damen und Herren, das Geld könnten wir selbst sehr gut für unseren Lockdown-Geschädigten gebrauchen. Zu dem alten Anleihenkaufprogramm der EZB stellt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 5. Mai 2020 fest, dass durch die Anleihenkäufe ein erhöhtes Risiko für Immobilien- und Aktienblasen ausgeht. Und es testiert ausdrücklich negative ökonomische und soziale Auswirkungen für nahezu alle Bürger. Ergänzend hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die EZB gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßen, als auch seine Kompetenz überschritten hat. Das gilt nun ebenso für das neue Aufkaufprogramm, nämlich PEP, weil es eine Fortsetzung des alten Programms ist, nur unter neuem Namen. Es ist Aufgabe der Regierung, Schaden abzuwenden. Handeln Sie entsprechend. Sie, Frau Bundeskanzler, postulierten, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Dieses Dogma führte dazu, dass schwere, billionenschwere Rettungsprogramme aufgelegt worden sind, für die auch Deutschland gerade steht. Ich höre Sie schon sagen, ja, wir sind doch aber die Nutznießer Europas. Das ist falsch. Denn, wie titelt die Welt zutreffend, der Euro bremst sogar Deutschland aus. In dem Artikel wird eine EZB-Studie besprochen. Sie belegt, dass der Euro das Wachstum Deutschlands dämpft. Der Euro ist eben nicht im Interesse Deutschlands und seiner Bürger, denn er schmälert unseren Wohlstand. Wir fordern
klar definierte Zielsetzung der mittelfristigen Finanzrahmens der EU und einen Mehrwert für Deutschland und seine Bürger. Meine Damen und Herren, Vertragsbrüche sind gewiss keine Grundlage, um dem Wohle Deutschlands und seiner Bürger zu dienen. Der Artikel 311 AIUV besagt, der EU-Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Doch was passiert? Die Kommission soll das Recht eingeräumt werden, Ausgaben auf Kredit zu finanzieren. Fremdkapital sind aber keine Eigenkapitalmittel. Das Vorhaben verstößt gegen EU-Verträge. Wir fordern Vertragstreue. Wir fordern eine wahre Wahrung bundesdeutscher Interessen und wir fordern die Erfüllung des Amtseids. Vielen Dank. Danke schön, Dr. Hollnagel. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. André Berghegger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der hier vorliegende Antrag der AfD-Fraktion bemängelt im Wesentlichen ein fehlendes Konzept für den europäischen Mehrwert bei den Aufgaben der EU. Am Beispiel des mehrjährigen Finanzrahmens, also der Handlungsgrundlage der EU für die kommenden Jahre. Es fehle die Strategie und es fehle der zielgerichtete Mitteleinsatz, so wie es der Kollege vorhin angesprochen habe. Eine Vorbemerkung. Sie zitieren dort häufiger den Europäischen Rechnungshof. Ich kann Sie nur bitten, diesen Rechnungshof auch vollständig zu zitieren, denn sonst könnte ein Eindruck entstehen, ein falscher Eindruck von dem, was der Rechnungshof gesagt hat, und das wollen Sie ja sicherlich nicht. Und Sie zitieren aus Berichten vom Februar 2019 und wissen doch, dass die wesentlichen Vertragsverhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen in 2020 erst erfolgt sind. Sei es drum. Zur Sache. Natürlich gibt es ein Konzept für die Aufgaben der EU. Das Aufstellungsverfahren für den mehrjährigen Finanzrahmen ist transparent und langfristig angelegt. Die ersten Vorschläge hatte noch Kommissar Oettinger in 2019 vorgestellt. Politische Prioritäten und Schwerpunkte wurden festgelegt, wurden vorgestellt, unter anderem die Digitalisierung und der Klimaschutz. Das Verfahren ist natürlich langfristig mit den Mitgliedstaaten abgestimmt, man ringt um Schwerpunkte, man diskutiert über Umschichtungen. Das Verfahren ist zäh, aber es funktioniert. Und die politischen Schwerpunkte, die am Ende entstehen, das sind die Aufgaben, die durch die EU wahrgenommen werden sollen. Und das ist das Konzept für den europäischen Mehrwert für die Aufgaben in den kommenden Jahren. Natürlich hat die Corona-Pandemie diese Überlegungen durchkreuzt, aber die Reaktion war ja das Aufbauinstrument Next Generation EU. Und das zeigt natürlich, dass Europa auch handlungsfähig ist, schnell handlungsfähig ist, wenn es notwendig ist. Und eine Anmerkung an dieser Stelle, Herr Hollnagel. Der europäische Mehrwert bei einer Aufgabe muss nicht immer monetär sein. Die EU ist kein Unternehmen, das man nach Kennzahlen ausschließlich führt. Das war, ist und bleibt immer ein Kernelement der EU. Sie ist auch eine Wertegemeinschaft, und dazu stehen wir. Als Zweites kritisieren Sie die Hebelung des EU-Budgets. Sie beziehen sich dabei auf den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, EFSI, den Nachfolger, das Investitionsprogramm InvestEU, das Aufbauinstrument Next Generation EU und beziehen auch gleich den Green Deal mit ein. Der Green Deal, das sei nur eine Anmerkung im Vergleich zu den anderen Punkten, das ist eine politische Äußerung, ein Programm, aber kein Finanzierungsinstrument. Und deswegen muss man da differenzieren. Dabei kritisieren Sie das Zusammenspiel von Barmittel und Garantien. Barmittel und Garantien haben sich aber bewährt in diesem Zusammenspiel. Gucken Sie auf die Europäische Investitionsbank. Dort wird dieses System seit etlichen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, erfolgreich mit guten Bonitätswerten für alle praktiziert. Und deswegen ist es keine Neuerung, sondern durchaus praktikabel auch für die Zukunft. Und bei der Ich höre auch gerne zu. Nein, Sie können jetzt gerne weiter. Danke. Bei der Hebelung an sich, das heißt Anreizen auch von privaten Investitionen,
Da müssen wir doch bedenken, das ist ein effektives marktwirtschaftliches Instrument. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative, wenn man handeln will. Die Alternative wäre Möglichkeit 1, mehr öffentliche Barmittel als Mitgliedstaat einzuzahlen, einzubringen und damit das finanzielle Risiko sofort zu erhöhen. Das können Sie doch bestimmt nicht wollen. Die zweite Möglichkeit wäre, gar nicht oder geringer zu helfen, weniger an die Mitgliedstaaten auszukehren. Wollen Sie das? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber allein aus wirtschaftlichen Erwägungen müssen Sie doch verstehen, rund 60% des Exportes aus Deutschland gehen in die Mitgliedstaaten der EU. Deswegen hat Deutschland auch ein elementares Interesse als Exportnation, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen, damit sie unsere Waren und Dienstleistungen auch abnehmen können. Und der Wert der Exporte war allein 2019 über 900 Milliarden Euro, das sei an dieser Stelle angemerkt. Und zu guter Letzt, die Leitplanken, die uns bei diesen Diskussionen vorgegeben werden, würde ich sagen, gibt uns das Bundesverfassungsgericht vor, aber auch unsere politische Verantwortung. Die Haftungsfragen sind mit Maß und Mitte zu regeln und vor allen Dingen sind die Haftungen zu begrenzen. Und bei der Konstruktion von Next Generation EU in den letzten Wochen, Monaten, war das doch eine zentrale Diskussion, wie wir diese Leitplanken einhalten können. Und ich finde, in dieser besonderen Situation, temporär, zeitlich befristet, ein solches Instrument aufzusetzen, das ist eine gut vertretbare Lösung in dieser schwierigen Phase. Sie unterstellen des Weiteren, dass der Charakter der EU sich mit dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus weg von einem freiwilligen Zusammenschluss. Mit Verlaub, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das sehen wir doch am Brexit, dass die Möglichkeit besteht, aus der Europäischen Union auszutreten. Ob das eine kluge Entscheidung ist, das wird sich in Zukunft zeigen. Aber wenn man Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, dann bekennt man sich zu einem Wertekanon. Das macht uns doch stark und das verleiht der Europäischen Union eine starke Stimme auf dieser Welt. Der Mechanismus, den Sie ansprechen, ist ein ganz anderer. Der ist technischer Art. Wenn Mittel der Europäischen Union ausgekehrt werden und nicht zweckentsprechend verwendet werden, dann müssen sie doch kontrolliert und bei einer falschen Verwendung im Zweifel auch sanktioniert werden. Und das schafft Vertrauen und Verlässlichkeit und unterliegt zudem noch der Einspruchsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten. Dieser Mechanismus wurde kurz vor Schluss noch einverhandelt. Und das ist eine vernünftige Regelung, aber auch eine selbstverständliche Regelung. Sie sehen an diesen drei Beispielen, mit Ihrem Antrag sprechen Sie eine Vielzahl von Themen an, aber bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht, diskutieren Sie sie nicht vollständig, das finde ich unseriös und deswegen werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Vielen Dank, Dr. Berghegger. Ich habe noch einen Nachtrag zu machen. Manche Kolleginnen und Kollegen waren ja in der letzten Debatte schon da zur Abgabenordnung. Da wurde der Eindruck erweckt, als wären wir eine Vollversammlung von Steuerberatern und Steuerberaterinnen. Wir haben uns jetzt statistische Zahlen geben lassen, wie viele Steuerberater, ich weiß gar nicht, ob Frauen dabei sind, hier im Hause sind. Steuerberaterinnen, es sind 7. Also noch haben Sie nicht die Mehrheit. Gut. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Otto Fricke. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, da bin ich ja froh, dass auch Rechtsanwälte steuerrechtlich beraten dürfen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eigentlich habe ich gedacht. Ja, dann kommen wir schon auf 99, da steigert sich die Zahl nämlich. Frau Präsidentin, ich halte jetzt natürlich fest, dass die Zeit nicht angehalten wurde, aber da sind Sie sicherlich wie immer in Ihrer Weisheit sehr tolerant. Selbstverständlich, 15 Sekunden. Wenn man sich den Antrag anguckt und der Sinn unseres Parlaments ja der Diskurs ist, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt arbeiten wir den Antrag mal durch, den die AfD hier gestellt hat, weil das ist Teil von Parlamentarismus. Wir müssen dann aber auch sagen, da ist er schon veraltet, weil die Zeit abgelaufen ist und weil man dann zum späteren Punkt kommt. Deswegen will ich bei dem Antrag im Detail nur Sie an einen Punkt, naja, doch auf etwas hinweisen, wo man erkennen kann, wes Geisteskind Sie da eigentlich sind. Denn dass man auch Europa kritisieren können muss, ist klar. Dass da auch vieles im finanziellen Bereich nicht richtig läuft, ist auch keine Frage. Aber lesen Sie sich mal Ihre eigene Überschrift durch. Steuergelder der, Achtung, deutschen Bürger vor nicht zielgerichtetem Einsatz im EU-Budget schützen und ihre Haftung begrenzen.
Ich stelle Ihnen eine einfache Frage. Was ist denn mit den nicht-deutschen Bürgern in Ihrer Diktion, die in Deutschland Steuern zahlen? Die werden nach Ihrem Antrag schon nach der Überschrift nicht geschützt. Und da merken Sie doch spätestens, dass Sie hier nicht nur eine Schutzsicht haben, sondern eine reine Sicht, die nationalistisch ist, noch nicht einmal patriotisch. Und das ist schon für uns der Grund, einen solchen Antrag abzulehnen, wenn er mit solch einer Überschrift kommt. Meine Damen und Herren, ich möchte dann aber doch auf die Grundfrage, nein, es ist keine Haarspalterei, weil gerade Sie, und ich danke, dass Sie mir das Stichwort dann doch gedacht haben, ich habe gedacht, es kommt nicht, Haarspalterei. Es ist genau dieser Text, mit dem Sie dann über die sozialen Medien in die Öffentlichkeit gehen und wo Sie die Wähler, die Sie fangen wollen, dann fangen mit der Frage, dass es nur deutsche Steuerzahler und nur deutsche Bürger sind. Deswegen verwenden die solche Begriffe und deswegen ist es keine Haarspalterei, sondern das ist dann Parlamentarismus und dann müssen Sie sich mit solchen Worten dann auch auseinandersetzen und damit belasse ich es dann auch bei dem Punkt. So, und dann kommen wir zu der Frage, was Europa ist. Eine rein wirtschaftliche Betrachtung von Europa ist genauso falsch wie die rein wirtschaftliche Betrachtung unseres Lebens. Ja, Wirtschaft ist die Grundlage, es aber alleine so zu tun, naja, ich glaube, das ist dann ein sehr armseliges Leben, wenn man es nur unter wirtschaftlichen Überlegungen führen würde. Und ich will das mal deutlich sagen, Sie haben das eben auch in der Rede gesagt, es geht auch um unseren Wohlstand. Was ist denn unser Wohlstand? Unser Wohlstand ist doch mehr als Finanzen, als Milliarden, als Steuern, als Geld. Unser Wohlstand ist doch auch, das erleben wir doch jetzt mit dem Austritt der Briten, und das nehme ich dann ganz einfach das Beispiel des Erasmus-Bonds. Unser Wohlstand ist doch auch, dass unsere Kinder in einer Weise in Europa lernen, leben und arbeiten können, wie es keine Generation vorher konnte und wie es hoffentlich noch viele später können. Und das geht nur mit einem Europa, das funktioniert. Über das Thema Frieden will ich gar nicht reden. Aber nehmen wir doch ein nächstes Thema. Nehmen wir doch das Thema Umwelt. Gehört zum Wohlstand nicht auch, in einer Welt zu leben, auf einem Kontinent mindestens zu leben, der zeigt, dass Ökonomie und Ökologie miteinander vereinbar sind? Ist das nicht auch Wohlstand? Die Fragen, die sich dabei stellen, werden oft von Ihnen vergessen. Und ich will das ganz klar sagen, auch wegen der ablaufenden Zeit, Frau Vizepräsidentin. Wir brauchen ein Europa, das sich nicht alleine auf die wirtschaftlichen Dinge fokussiert, das die niemals aus dem Auge lässt, das sich aber klar macht, dass europäische Werte das sind, was uns ausmacht und was wir brauchen. Und deswegen ist dieser Antrag falsch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Otto Fricke. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Metin Hakverdi. Moin. Frohes Neues. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat wieder einmal einen Antrag eingebracht, in der sich die Europäische Union vorknüpft. Bereits die Überschrift reicht, um zu wissen, wo die Reise hingehen soll. Steuergelder deutscher Bürger im EU-Budget schützen. Schützen ist etwas Gutes, wenn man es denn ernst meinen würde. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der AfD geht es nicht um Schutz, der AfD geht es um Verunsicherung. Darum, das Vertrauen der Menschen in der Europäischen Union und in die Institutionen der Europäischen Union zu schwächen. In diesem Antrag geht es nicht um Schutz, es geht um Verunsicherung. In dem Antrag fordert die AfD die Vorlage eines analytisch begründeten Konzepts für einen europäischen Mehrwert. Eigentlich wird in Abrede gestellt, dass der vorliegende EU-Haushalt eine analytische Grundlage hätte. Der Mehrwert der Europäischen Union insgesamt wird in Abrede gestellt. Kurz, die EU sei nicht analytisch, schaffe keinen Mehrwert und ihr fehle die Strategie. Das ist die Botschaft, die vermittelt werden soll. Subtil, aber eindeutig, so wie die AfD das immer macht. Das ist keine eurokritische Haltung. Die AfD war mal eine eurokritische Partei, vielleicht bei ihrer Gründung. Das ist schon lange vorbei. Heute ist die AfD eine radikale Partei. Der Angriff auf die europäischen Institutionen ist in Wahrheit der Versuch, unsere Demokratie insgesamt zu diskreditieren. Die Höckeisierung der AfD schreitet voran. Deshalb steht sie als Partei auch im Fokus des Verfassungsschutzes und demnächst hoffentlich auch unter Beobachtung. Und natürlich schafft es niemand, die Demokratie mit einem, erst recht nicht diesem Antrag, zu diskreditieren. Es sind viele Anträge, viele kleine Schritte und Aktivitäten hier und in den sozialen Medien. Schritt für Schritt. Sie sind emsig,
Sie sind fleißig. Sie versuchen, das System von innen heraus zum Einsturz zu bringen, täglich, in vielen kleinen Schritten. Und dieser Populismus setzt auf, wie könnte es anders sein, Nationalismus und Hetze. Diese Hetze stachelt die Menschen an. Bei einigen haben sie Erfolg. Einige glauben wirklich, dass es nicht im Interesse Deutschlands läge, Mitglied der Europäischen Union zu sein. Einige glauben wirklich, dass wir Nettozahler seien und nichts herausbekommen, obwohl wir die größten Profiteure der EU sind. Und mit dieser Hetze wird Zweifel gesät. Zweifel an den Institutionen der EU und in unserem Land. Jeden Tag mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt. Und die Lügen zeigen Wirkung. Dann gibt es welche, die versuchen, etwas gewaltsam zu ändern. Die versuchen, den Deutschen Bundestag zu stürmen. Oder, wie in den USA geschehen, sie stürmen das Kapitol, dass sogar Menschen sterben. Denn Donald Trump war auch emsig, war auch fleißig, Schritt für Schritt. Und lassen Sie uns gerne einmal zu Ende denken, was hier im Antrag aufgeschrieben wurde. Nehmen wir an, Deutschland verabschiedet sich tatsächlich von der europäischen Solidarität. Und dann wächst damit das Gewicht Deutschlands in der Welt. Könnten dann die Interessen der deutschen Wirtschaft besser verteidigt werden? Könnten die Interessen der deutschen Steuerzahler besser verteidigt werden? Natürlich nicht. Und das weiß auch jeder, dass die Interessen unseres Landes im globalen Wettbewerb zwischen einem aufstrebenden China und den Vereinigten Staaten natürlich am besten verteidigt werden können, wenn wir unsere europäischen Partner an unserer Seite wissen. Europa verschafft, und das ist der wichtige Punkt, unserem Land mehr Souveränität, nicht weniger. Wir haben mehr Souveränität, wenn wir solidarisch mit unseren europäischen Partnern als geeintes Europa China gegenübertreten. Diese Stärke ist das Ergebnis solidarischer europäischer Gesellschaft. Solidarität ist weder eine Einbahnstraße noch ein Nullsummenspiel. Man kann nicht immer nur allein profitieren. Man muss auch bereit sein zu geben. Wenn wir Solidarität von unseren europäischen Partnern für unsere Belange einfordern, dann gilt das auch umgekehrt für uns. Das ist Europa. Und wir sollten froh sein, dass wir die Europäische Union erschaffen haben. Wir sollten alles tun, damit sie uns erhalten bleibt. Wir sollten in die Vertrauensbildung der Menschen investieren. Damit schützt man die Interessen unseres Landes. Und man gefährdet unsere nationalen Interessen, wenn man stattdessen, wie die AfD, gezielt versucht, unsere Bürgerinnen und Bürger zu verunsichern. Und wie ist das wohl für die Abgeordneten der AfD, wenn man sieht, dass das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union, aus dem Binnenmarkt ausscheidet und die EU trotzdem vollständig intakt bleibt? Ihre Hoffnung, dass mit dem Brexit-Votum im Vereinigten Königreich das Ende des europäischen Projekts eingeläutet wurde, hat sich als nicht wahr herausgestellt. Europa ist stärker zusammengerückt. In der Corona-Krise haben wir eine finanzielle Solidarität erlebt, die weltweit einzigartig ist. Der Haushalt, der aktuelle EU-Haushalt, ist ein eindrucksvolles Zeugnis dieser einzigartigen europäischen Solidarität. Und wie ist das wohl für die AfD-Abgeordneten, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wurde, dass sein Putschversuch gescheitert ist? Ich habe nicht vergessen, wie Sie im Europaausschuss Richard Grenell, den ehemaligen US-Botschafter, mit einem Applaus empfangen haben. Werden Sie auch den künftigen US-Botschafter mit einem Applaus begrüßen? Oder gilt Ihre Solidarität nur Spaltern und Hetzern? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Interessen unseres Landes können nicht von denen durchgesetzt werden, die hetzen und spalten. Die Interessen unseres Landes können nicht von denen verteidigt werden, die das Vertrauen in demokratische Institutionen zu erschüttern versuchen. Nur das Bekenntnis zu einer offenen liberalen Gesellschaft, nur das Bekenntnis zu starken demokratischen Institutionen in unserem Land und in der EU und das Bekenntnis zu einer belastbaren innereuropäischen Solidarität schaffen den Boden dafür, dass wir unsere Art zu leben, unseren Wohlstand und unseren Frieden auch in den kommenden Jahrzehnten bewahren können. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass wir mit den großen Herausforderungen der Zukunft, Klimawandel, Migration, globale Systemkonkurrenz, digitale Souveränität klarkommen. Hören Sie nicht auf die Spalter. Hören Sie auf die Demokraten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Metin Hack-Verdi. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Albrecht Glaser. Herzlichen Dank, Frau Vizepräsidentin. Herr Hack-Verdi, ich darf einfach ein paar Fragen stellen. Auf das, was Sie hier an Hetze abgeliefert haben, will ich nicht eingehen. Die Europäische Union als Erfolgsmodell, Sie wissen, wir haben seit 10 Jahren weltweit ein Wirtschaftswachstum von über 4%. Wir haben in Europa eines von unter 1%. Wissen Sie, dass die Mehrzahl der europäischen Länder, der EU-Länder, der Euro-Länder in den letzten 10 Jahren null gewachsen ist, die Mehrzahl davon geschrumpft in ihrem Wirtschaftswachstum ist im Verhältnis zu dem, was sie im Rest der Welt sehen? Ist Ihnen bekannt,
dass wir vor etwa 10 Jahren eine Geldmenge M1 hatten, die etwa 200, 300 Milliarden betrug, dass wir heute eine haben von über 2 Billionen. Eine Versechsfachung der Geldmenge, die mit der Realwirtschaft und deren Entwicklung null zu tun hat. Und dass hier die Bombe geladen wird, die natürlich irgendwann explodiert. Ich weiß nicht, was Sie dann hier erzählen und wie Sie dann noch eine Jubelarie auf diese Form von europäischer Wirtschaft, von europäischem Erfolg, von der europäischen Stellung in der Welt, wie Sie die noch haben wollen. Ist Ihnen bekannt, dass die volkswirtschaftlichen Anteile der Europäischen Union am Weltinlandprodukt noch vor 10 Jahren bei 25% liegt, jetzt bei 17%. Sie marginalisiert sich weiter bis in den einstelligen Bereich. Und ist Ihnen bekannt, dass die Verschuldung der EU, die es bisher noch nie gegeben hat, um ihren eigenen Haushalt zu finanzieren, dass diese Verschuldung aufgekauft wird durch die EZB als eigene Institution, weil auf dem Weltmarkt die Ausleihungen gar nicht unterzubringen wären. So, jetzt, wenn Sie das gehört haben, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das zusammenbringen mit Ihrer Jubelarie zur EU und zur Eurozone. Herr Quaerdi, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu antworten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Sturm auf das deutsche Parlament, den Deutschen Bundestag von Mitgliedern. So, jetzt ist Herr Quaerdi dran. Wir haben Ihren Schluss hier auch zugehört. Wollen Sie den Versuch unternehmen, Herr Baumer, mich niederzubrüllen? Ist das Ihre Art? Erneut? Es war eine rhetorische Frage. Der Versuch, auch Ihrer Parteimitglieder den Deutschen Bundestag zu stürmen im August letzten Jahres. Die Tatsache, dass Sie Menschen hier in unser Haus gelassen haben, um offensichtlich hier die innere Ordnung zu stören, und natürlich auch die Tatsache, dass Sie hoffentlich bald vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Lassen Sie ihn jetzt bitte ausreden. Das ist so üblich in der Nichtdemokratie, niemanden ausreden zu lassen, nicht wahr? Ja, Sie distanzieren sich von Ihrer Fraktion, das verstehe ich, Herr Glaser, aus gutem Grund. Sie sind die Feinde der Demokratie. Ich werde Ihre Frage nicht beantworten und ich werde auch niemanden aus Ihrer Fraktion zum stellvertretenden Bundestagspräsidenten wählen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Glaser und vielen Dank, Kollege Quaerdi. Und ich gebe jetzt ab an meinen Kollegen, sehr geschätzten Kollegen Kubicki. Tschüss. Die sind drauf. Moin, Herr Luft. Kollege hat aufgerufen, oder nicht? Nein, Sie müssen nächste reden. Ist das eigentlich richtig, dass er so antworten darf? Frau Kollegin Dr. Lötzsch, Sie haben als Nächste das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke wollen ein soziales, ein solidarisches und friedliches Europa und eine friedliche Europäische Union. Wir wollen also genau das Gegenteil von dem, was die AfD will, um das mal in aller Klarheit zu sagen. Und weil wir die Europäische Union verbessern wollen, üben wir natürlich auch Kritik. Und wir sagen ganz klar, wenn die Europäische Union jetzt 13 Milliarden Euro für direkte militärische Aufrüstung ausgeben will, dann ist das falsch. Diese Gelder könnten wir für eine soziale Gesundheitspolitik und für eine humane Flüchtlingspolitik viel besser anlegen, meine Damen und Herren. Nun versucht ja die AfD hier den Eindruck zu erwecken, die Europäische Union sei für Deutschland ein Verlustgeschäft. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wahrheit ist genau andersrum. Für jeden Euro, den Deutschland als Nettozahler in die EU-Kasse einzahlt, fließen rund 10 Euro als Wirtschaftsleistung nach Deutschland zurück. Eine solche Traumrendite zahlt Ihnen keine Bank, meine Damen und Herren. Und auch der Eindruck, dass die Sie müssen ja einfach nachrechnen. Sie müssen sich einfach nur mal mit den Fakten beschäftigen. Das würde Ihnen vielleicht helfen, meine Damen und Herren. Und auch der von Ihnen vermittelte Eindruck, der hier auch in dem Antrag steht, die Bundesregierung wäre völlig selbstlos, ist falsch. Schauen wir doch mal zurück in die Finanzkrise. Damals wurde gegen Griechenland gehetzt.
Angeblich hätten die Griechen das Geld deutscher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verschwendet. Das war natürlich üble Propaganda. Und die Wahrheit ist, dass auch die Bundesregierung dafür gesorgt hat, dass deutsche Banken ihr Geld zurückbekommen haben. Es sind also massiv die Interessen deutscher Geldhäuser vertreten worden. Und die Spaltung von Europa hat gedroht. So etwas darf sich nie wiederholen, meine Damen und Herren. Wir brauchen in der Europäischen Union weniger Egoismus und mehr Solidarität in Europa. Eine der Folgen der Finanzkrise, eine der Lehren sollte ja sein, dass endlich eine europäische Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Die Bundeskanzlerin und verschiedene Finanzminister haben das immer wieder angekündigt und versprochen. Das ist jetzt 12 Jahre her. Nichts ist passiert. Auch hier wollen wir endlich Taten sehen, meine Damen und Herren. Ja, in der Tat, es gibt viele Menschen, die die Europäische Union kritisch sehen. Wenn die EU als Selbstbedienungsladen für Banken und Konzerne erlebt wird, dann ist das der falsche Weg. Und wir müssen uns da auf den Weg machen, endlich zu einer solidarischen Union zu kommen. Sie allerdings versuchen mit Ihrem Antrag, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Das werden wir als Linke nicht mitmachen. Wir lehnen den Antrag ab und wir sagen Ihnen deutlich, Europa hat nur eine Zukunft, wenn wir in der EU mehr Demokratie, mehr Solidarität und mehr Frieden wagen. Und dafür steht die Linke, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Dr. Lötsch, Fraktion Die Linke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach eigener Aussage will die AfD mit ihrem heutigen Antrag Steuergelder der deutschen Bürger schützen, um ein paar Zeilen weiter sich gegen den europäischen Rechtsstaatsmechanismus auszusprechen. Also Sie wollen, dass die Möglichkeit der EU, Gelder dann zu kürzen, wenn die Rechtsstaatlichkeit verletzt wird, diese Möglichkeit wollen Sie abschaffen. Also Sie sind dafür, dass deutsche Steuergelder an die korrupten Kumpels von Viktor Orban fließen. Sie sind einverstanden und wollen es, dass deutsche Steuergelder dazu beitragen, dass in Polen freie Medien weiter unter Druck gesetzt werden. Und genauso geht es weiter in Ihrem Antrag. Sie behaupten, Deutschland haftet für andere Länder. Lüge. Sie behaupten, jedes Mitgliedsland würde für den Wiederaufbaufonds haften. Lüge, der EU-Haushalt haftet. Sie behaupten, der Wiederaufbaufonds würde ohne inhaltliche Konzeption an die Mitgliedsländer gehen. Man würde erst die Gelder rausgeben und sich dann überlegen, wofür. Lüge. Wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, 37% dieser Gelder müssen in den Klimaschutz gehen, 20% in die Digitalisierung. Vielleicht ist es Ihnen ja noch nicht aufgefallen. Sie behaupten hier, das Wachstum in der Eurozone sei unter 1%. Lüge. Es ist konstant über 1%. Und das ist Ihre Masche. Eine Lüge nach der anderen. Und diese Masche, eine Lüge nach der anderen, die führt am Ende zur Erstürmung des Kapitals. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir das verhindern werden wissen. Und ja, Wir schaffen das in Europa gemeinsam. Sie fragen in Ihrem Antrag, dass die Erstürmung des Kapitols. Sie haben in Ihrem Antrag nach dem Mehrwert Europas für Deutschland gefragt. Ich kann Ihnen sagen, Frieden, wirtschaftlicher Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und die Möglichkeit, in dieser unübersichtlichen Welt überhaupt noch etwas Gewicht zu haben und gemeinsam die großen Herausforderungen wie Klimakrise und Digitalisierung angehen zu können. Das ist der Mehrwert der Europäischen Union. Und wenn Sie es in Zahlen haben wollen, ja, ich weiß, Fakten interessieren Sie auch ein Mist. Es ist gut, dass Sie das selber hier so zugeben. Keine Zahlen, keine Fakten. Das ist eben die Masche der AfD. Aber vielleicht ist ja der Rest des Hauses interessiert an Zahlen. Und zwar sind 10% der deutschen Wirtschaftsleistung aufgrund des europäischen Binnenmarktes. 10%.
Das ist zehnfach der Beitrag Deutschlands an den europäischen Haushalt. Also wenn Sie sich die Zahlen mal anschauen wollen, aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie das nicht wollen, dann würden Sie sehen, wo der Mehrwert sogar wirtschaftlich für Deutschland ist. Und die europäische und eine starke EU ist unsere beste Zukunftsinvestition. Europa ist es wert. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Brandner. Letzter Redner. Moment. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Alois Kahl aus Bayern, CDU-CSU-Fraktion. Das Spiel ist noch nicht aus, Herr Präsident. Ja? Das gestrige. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die augenblickliche Pandemiezeit hat auch was Positives. Man kann lesen und vorlesen. Meinem Enkelsohn Christoph habe ich die griechischen Mythologien vorgetragen, Trojanischer Krieg, Odyssee mit den Abenteuern. Und da ist auch vorgekommen der Zyklop Polyphemus. Der hatte mehrere Nachteile, unter anderem den, dass er nur einäugig war. Und wie ich es in eurem Antrag gelesen habe, habe ich an den Polyphemus gedacht. Einäugig war der und sie betrachten die Dinge auch sehr eindimensional und ohne Weitsicht insbesondere, sondern sind in ihrer Sichtweise doch sehr, sehr eingeschränkt. Ihr Antrag lautet doch, es soll der Mehrwert Deutschlands aus der Mitgliedschaft in der EU durch die Bundesregierung dargestellt werden. Und wie ich das so gelesen habe, da habe ich mir meine Augen beide gerieben und habe mir gedacht, das liegt doch auf der Hand, unser Mehrwert, den wir aus der EU ziehen. Und man müsste nicht so weit zurückgehen. 1957, als Konrad Adenauer mit den anderen Partnerländern die römischen Verträge geschlossen hat und die deutsche Wirtschaft in die europäische Gemeinschaft geführt hat. Und seitdem, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, gibt es doch in der deutschen Wirtschaft, um bloß die es einmal zu benennen, nur eine einzige Richtung, nämlich vorwärts und aufwärts. Und noch nie haben wir eine Zeit so lange erlebt, dass es wirtschaftlichen Wachstum gibt, hohe Beschäftigungsraten und dass wir einen freien Austausch haben zwischen Menschen und Meinungen und Informationen und Dienstleistungen. Und all das hat doch zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte in Deutschland geführt. Und das möchte ich nicht, dass hier das irgendeiner kleinredet, auch Sie nicht, meine Damen und Herren. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ergänzt sich ja, erweitert sich ja um ein Friedensprojekt in Europa, um eine Wertegemeinschaft. Und wenn einmal die Geschichtsschreiber über die jetzige Zeit schreiben, dann werden sie von einem goldenen Zeitalter reden, von einer Zeit, wo das viele Generationen vor uns sich erträumt hätten. Meine Damen und Herren von der AfD, das ist der Mehrwert, den ich für Deutschland in Europa erkenne, dass wir in diesem Zeitalter leben dürfen und dass wir dies alles genießen können. Frieden, Freiheit, wirtschaftlichen Wohlstand und Wertegemeinschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben, um auf die Wirtschaft noch einmal zurückzukommen, diese Gemeinschaft von 27 Ländern, zollfrei und grenzenfrei, 550 Millionen Menschen umfasst der deutsche Binnenmarkt sozusagen. Und wir sind vertrauenswürdiger Partner in diesem Europa geworden. Das hat uns ja vieles gebracht, unter anderem auch die deutsche Wiedervereinigung. Und darin sehe ich auch den Mehrwert von Deutschland innerhalb dieser großen europäischen Gemeinschaft, der nicht kleingeredet werden darf. Die AfD, meine sehr geehrten Damen und Herren, spricht davon, dass Deutschland der größte Beitragszahler für die EU ist. Stimmt. Wir zahlen ungefähr 25,5 Milliarden Euro. Wir haben eine Nettolast von 13,4 Milliarden Euro und nach dem Austritt der Briten wird das noch mehr werden. Meine Damen und Herren, aber das entspricht doch auch Ihrer eingeschränkten Sicht, dass Deutschland nicht bloß der größte Einzahler ist, sondern auch der größte Gewinner ist aus der EU. Wir haben eine Exportleistung von 777 Milliarden Euro in die europäischen Länder der EU. Wir sichern damit 6,3 Millionen Arbeitsplätze, als ob das nichts wäre, meine Damen und Herren, als ob das nichts wäre. Und diese Nettozahlersituation, die Sie mal beschreiben, ergibt doch eigentlich gar keinen großen Sinn.
Wir haben doch gemeinschaftlich in Europa Aufgaben zu erfüllen, was die Sicherheitspolitik und die Verteidigung anbelangt. Wir haben doch gemeinschaftlich in Europa Aufgaben zu erfüllen, was den Klimaschutz und was die Energie anbelangt, die Forschung, die Entwicklung, die grenzüberschreitende Kriminalität und vieles andere mehr. Und all dies, meine Damen und Herren, entspricht dem Wert, den wir auch aus Europa ziehen, den Mehrwert. Sie sprechen auch die Hebelungswirkung an und die Risiken. Natürlich, auch das ist nicht ganz unrichtig. Aber so verhalten wir uns in Deutschland auch schon seit 70 Jahren, seit 1951 zum Beispiel mit Hermes-Bürgschaften. Wir verbürgen uns für deutsche Exporte im vorletzten Jahr mit 177 Milliarden Euro und hoffen nicht, dass wir mit den Bürgschaften reinfliegen. Wir zahlen eine Milliarde trotzdem drauf. Wir nehmen aber auch 1,7 Milliarden Euro ein an Gebühren und aus dies obwohl wir das nicht wollen, ziehen wir einen großen Nutzen. Meine Damen und Herren, ich würde Sie fast bitten, meine Kollegen von der AfD-Fraktion, verlassen Sie doch diesen Holzweg Ihrer Demagogie und auch der Widersprüchlichkeit. Nicht, dass es Ihnen so geht wie seinerzeit den vorher angesprochenen Polyphemus, der ganz blind und erblindet worden ist, sondern dass Sie, und ich sehe die ersten Anzeichen, dass Sie blind auch weiterhin Ihre Politik betreiben. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr, Ihnen allerdings besonders Weitsicht. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Kahl. Das war jetzt schon die Verlängerung. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 25.806 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so.